Danke dir. Ja, vielleicht ein Satz vorweg. Keynote ist ja beim Barcamp eher untypisch, weil Barcamp heißt, wir agieren heute auf Augenhöhe. Es gibt eigentlich diese Distanz nicht. Jeder ist ein Experte, der auf dem Barcamp ist. Deswegen habe ich mir überlegt, was könnte man so als Impuls in so einen Barcamp reingeben? Welche Rolle eigentlich Barcamps im Kontext von organisationaler Vernetzung spielen? Warum das nicht nur eine Freizeitveranstaltung ist oder nice to have, sondern warum das wirklich Nutzen hat für Organisationen. Jetzt ist es aber natürlich sehr trocken, so einen Vortrag über Organisationstheorie und Organisationsdesign zu halten. Deswegen habe ich versucht, das mit so einem leichten Augenzwinkern zu machen und habe meinen Vortrag genannt von Silos zu offenen Netzwerken oder von Ambidextrie, Bienen und Fliegen. Ja, also im Kontext von Internet, Tiere spielen da immer eine wichtige Rolle. Ich denke, die Zeit von Katzenbildern, die ist durch. Ponys und Einhörner hatten wir jetzt auch lang genug. Das heißt, ich habe mal auf die Fliegen und die Bienen sozusagen fokussiert und ihr werdet gleich auch noch sehen, warum, was es damit zu tun hat. Also worüber will ich sprechen? Ich will so ein bisschen über Silos und Organigramme sprechen. Warum sprechen wir heute oft davon, dass Organisationen in Silos sind? Dann auch über so ein paar Trends, die wir in der Welt beobachten, warum diese Silos uns heute hindern, performant zu sein an vielen Stellen, welche Art von Musterwechsel vielleicht notwendig ist, hauptsächlich erstmal im Denken, später dann auch in den Strukturen. Das ist natürlich an dem Experiment mit Fliegen und Bienen belegen und auch so kurz darauf eingehen, was jeder Einzelne tun kann, also was jeder Einzelne tun kann, damit diese Veränderung Wirklichkeit wird. Wenn wir uns mal so Silos anschauen, ich habe mal so ein Bild hier mitgebracht, Definition aus der Wikipedia sagt, Silos sind Speicher von Schüttgütern, die füllt man oben ein und unten kommt was raus, das ist vielleicht schon so wie so eine Reporting Chain, einer sagt oben, was ist zu tun und unten muss es gemacht werden und der Zweck eines Silos ist, dass die Inhalte, die in den einzelnen Silos drinnen sind, nicht miteinander in Berührung kommen. Dafür baue ich den Silo, um Dinge voneinander abzutrennen. So, jetzt habe ich mal so ein bisschen rückwärts recherchiert. Habe mal ein Organigramm rausgezogen, Tabulating Machine Company. Kennt vielleicht der eine oder andere, das waren die mit den Lochkarten. Die sind mit den Lochkarten groß geworden, dann in IBM später aufgegangen. Und wenn man da mal so reinschaut, man hat hier oben so das Board of Directors und hat hier Manufacturing, die Produktion. Bei Systems hier General Education, Schools, also so Aus- und Weiterbildung. Großen Sales-Bereich, nach Regionen strukturiert, Office mit Administration, Kost, Bestellung, Accounting und so ein bisschen beschleicht einen das Gefühl, da könnte man vielleicht in einem anderen Design ein Organigramm von der Organisation heute drüberlegen. Also das sieht gar nicht so unterschiedlich aus. Und wenn man die zwei Bilder jetzt mal nebeneinander legt, dann sieht man schon, da baut man Silos. Also sobald man Organigramme sich mal so anschaut und diese Silo-Metapher verwendet, man baut diese Silos, weil natürlich meistens diese Organigramme hier dazu führen, dass die Abteilungen ganz woanders sitzen, dass verschiedene Kollegen miteinander zum Essen gehen und andere nicht, dass bestimmte Bereiche an anderen Standorten sind und man einfach keinen Kontakt und keinen Austausch hat miteinander. So, jetzt gucken wir mal drauf, was sich vielleicht geändert hat in den letzten 100 Jahren. So Managementtheorie und damit auch Organisationsentwicklungstheorie, was vielleicht dazu führt, dass das heute nicht mehr so gut funktioniert, wie es vor 100 Jahren durchaus gut funktioniert hat. Also wenn man mal den Ford hier nimmt mit der Tin Lizzie, dieses ganze Paradigma sozusagen, ich trenne Hand- und Kopfarbeit, es gibt Menschen, die über Arbeit nachdenken und andere, die die Arbeit ausführen. Das Wissen sitzt im Wesentlichen an der Spitze des Organigramms. Ford ist derjenige gewesen, der genau weiß, wie die Tin Lizzie zu bauen ist. Bricht das in Teilaufgaben runter, unten wird nur noch ausgeführt. Und damit letztendlich so ein Ansatz von relativ striktem Top-Down-Management hat ja gut funktioniert, eine ganze Zeit lang. Jetzt gibt es zwei Trends, die ich mal herausheben möchte, die beide auf sogenannten Hockeystick-Kurven oder exponentiellen Kurven verlaufen. Das eine ist einfach die Entwicklung der Menschheit. Die Anzahl der Menschen auf unserem Globus wächst in einer exponentiellen Kurve, die wird irgendwann 2050 abflachen, aber noch sind wir exponentiell. Und das heißt einfach, die Anzahl der Köpfe mit Gehirnen und Ideen steigt exponentiell. Und ich vernetze die jetzt auch über Netzwerke, die tauschen Ideen aus. Auf einmal kommen aus einem ganz anderen Eck aus der Welt, tauchen Wettbewerber auf, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Einfach weil der Ideenfluss, Knowledge Spillover, solche Effekte dadurch getrieben werden. Und das wird überlagert durch was Zweites, die Digitalisierung. Weiß man so seit den 50er, 60er Jahren, das sogenannte Moore'sche Gesetz. Moore'sche Gesetz besagt, alle 18 Monate verdoppelt sich die Anzahl der Prozessoren auf dem Chip. Das heißt, am Ende, die Rechenkapazität wächst auf einer exponentiellen Kurve. Die Speicher, die Datentransferrate wächst auf so einer Kurve. Und das ist das, was wir gerade im Moment erleben. Auf einmal kann eine Maschine besser Go und Schach spielen, als wir das können. Und exponentielle Kurve heißt auch, eine künstliche Intelligenz ist 18 Monate, bevor sie vielleicht so schlau ist wie wir, viel, viel dümmer als wir. Aber 18 Monate später macht die einen riesen Hub. So, und die zwei Sachen führen jetzt dazu, dass wir was bekommen,
was das amerikanische Militär in der Studie 1991 mal bezeichnet hat mit der sogenannten VUCA-Welt. Das sind einfach vier Begriffe, vier Abkürzungen. Wie gesagt, ich habe euch unten überall zum Nachlesen verlinkt, da kann man sich die ganzen Texte anschauen. VUCA steht für Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. Und die haben versucht mal zu beschreiben, die Welt, in der sie sich wiederfinden. Eine Welt, in der ich nicht mehr weiß, was in 5 Jahren passiert oder in 10. Wo ich so Theorien habe wie die schwarzen Schwäne, also irgendwo taucht was völlig aus dem Off auf und auf einmal betrifft mich das und ich habe das überhaupt nicht vorher gesehen. Ich muss mich auf Unvorhersehbares einstellen. Und das ist letztendlich eine Folge von diesen Entwicklungen. Meine Hypothese wäre, wir sind da noch lange nicht in der Sättigung, sondern es wird so weitergehen. Ja, das wird auch jetzt, wenn man schaut, wie sich Märkte entwickeln, wie sich Asien, wie sich China entwickelt, die teilweise in vielen Bereichen im Silicon Valley schon Führerschaft abnehmen. Also das ist nichts, wo man sagen kann, ja, jetzt sind wir so durchs Gröbste durch und können so langsam ausruhen, sondern das wird sich weiter so entwickeln. Das sieht man auch in den Megatrendstudien, müsst ihr jetzt nicht lesen können. Auch da kann man beim Zukunftsinstitut nachschauen. Die identifizieren immer so globale Megatrends. Megatrend heißt ein Trend, der für 50 Jahre anhält. Also vielleicht im Gegensatz zu einem Hype oder einer Mode. Und das sieht man hier in dieser Tube Map an den U-Bahn-Linien so Sachen wie Urbanisierung, Mobilität, Individualisierung, Gender Shift und so weiter. Ich gehe mal auf 2 spezielle ein. Hier gibt es die U-Bahn-Linie New Work und hier gibt es die U-Bahn-Linie Wissenskultur. Und dort sieht man so Haltestellen wie Kollaboration, Social Business, Science Economy, Coworking, Massive Open Online Courses, Gamification. Also das sind also Schlagworte, die uns zeigen, wie sich auch unsere Arbeits- und Lernwelt verändern werden wird. Also es sind viele Indikatoren da, dass sozusagen dieses alte Modell, was sich jetzt über die letzten 100 Jahre entwickelt hat, wie wir Organisationen sehen, in Zukunft vielleicht nicht mehr so gut funktionieren wird. Am Ende heißt nicht mehr so gut funktionieren immer, wie stehe ich denn im Vergleich zu einem Wettbewerb? Erzähle ich mal schön den Witz von den 2 Kollegen, die irgendwo im Dschungel sitzen. Im Dschungel brüllt der Löwe. Der eine ist ganz hektisch, der andere ist ganz ruhig und macht seinen Rucksack auf, holt ein paar Turnschuhe raus. Fragt den andere, glaubst du denn, dass du mit deinen Turnschuhen schneller bist als der Löwe? Und er sagt, nee, aber ich bin schneller als du. Ja? Also das ist immer in so einem, in der Branche kommt es immer dann auch darauf an, wie schnell ist ein Wettbewerb und wie stark betreffen mich diese Trends. Wenn alle Wettbewerber schlafen, habe ich kein Problem. Wenn einer aufwacht und mal sehr stark darauf einsteigt, kriege ich ziemlich schnell ein großes Problem. Also das heißt, die Idee ist eigentlich zu sagen, diese siloartige oder diese Sichtweise einer Organisation als Maschine, wo jedes Teil eine feste Funktion hat, wo jedes Teil sehr einfach ersetzt werden kann, durch eine andere Metapher zu ersetzen, und zwar die Metapher einer Organisation als Organismus. Und wenn man, ich habe mal so ein Bild vom neuronalen Netz, was so eine Hirnform ungefähr hat da hingenommen, wo wir, wenn wir sowas wie lebenslanges Lernen echt ernst nehmen, sich natürlich im Laufe unseres Lebens bestimmte Strukturen im Hirn ausprägen. Aber wenn wir dazu lernen, ändern sich diese Strukturen. Da vernetzen sich auf einmal Neuronen neu und wenn wir lernen, das ist eine gute Geschichte, dann wird diese Vernetzung sozusagen verstetigt, wird fester. Und das Hirn ist sozusagen über das ganze Leben ein plastisches Gebilde, was sich weiterentwickeln kann. Kann man wirklich auch im Computertomographen sehen. Man kann Lernen da sehen. Und wenn wir jetzt sowas machen, wie zum Beispiel ein soziales Netzwerk in der Firma einführen, na, dann machen wir eigentlich genau das. Wir sagen genau, ihr sitzt zwar eigentlich in eurer Abteilung und der eine ist in Kassel, der andere in Wolfsburg, der andere in Emden, aber wir schaffen eine Möglichkeit, wo man sich sozusagen übergreifend vernetzen und austauschen kann und damit die Möglichkeit hat, diese Neuronen zu verbinden. Und so ein Barcamp ist natürlich genau auch so ein Format, wo Leute zusammenkommen, die sich wahrscheinlich im Arbeitsalltag sonst nicht sehen und austauschen können. Und an sich ist das ja auch nicht so ganz was Neues. Wenn man so einen neuen Mitarbeiter hat und zeigt ihm ein Organigramm und sagt so, das ist unsere Organisation, dann guckt er da so außen rum und da sieht er auch dieses ganze bunte Chaos, was es heute schon gibt, was man vielleicht mit informeller Organisation bezeichnet, also wo es Abstimmrunden und Gremien und so weiter gibt. Wo man aber sagen muss, das ist oft so eine Schattenwelt, die nicht so gern gesehen ist. Das ist so das Informelle, das Nicht-Offizielle, das am Prozess vorbei. Und das werden wir in Zukunft aber viel, viel mehr brauchen. Wir brauchen Freiraum, wo diese zweite Welt sozusagen ihre Legitimation hat, weil sie wichtig ist fürs Überleben und für den Erfolg. Da gibt es auch in der Wissenschaft auch eine Quelle mal mit reingenommen, wer will, kann da ein bisschen tiefer einsteigen. Dieses Konzept von organisationaler Ambidextrie, weil New Work eben nicht bedeutet, wir waren früher bürokratisch, hierarchisch, strikt strukturiert und in Zukunft sind wir chaotisch, basisdemokratisch, jeder redet überall mit. Ambidextrie kommt von ambi und dexter im Lateinischen, heißt Beidhändigkeit. Und das heißt eigentlich, ich muss beides beherrschen. Beides beherrschen heißt nicht, irgendwie die einen Leute sind im Stammwerk und machen sozusagen das eine und die anderen sind im Silicon Valley und machen die bunten Dinge, sondern die gleichen Menschen müssen beides beherrschen.
Ja, das ist ganz wichtig. Und man bezeichnet das, ist unten ganz interessant, diese Quelle hier, Exploration und Exploitation in Organizational Learning, kommt auch von 1991, trägt jetzt McKinsey sehr stark auch durch die Reihen, vielleicht hat es der eine oder andere da schon mal gesehen. Wenn man sagt halt, Exploitation ist sozusagen das Ausbeuten oder das Ausschöpfen von dem, was ich schon kann, von bestehenden Erfolgsrezepten. Das sind so diese Slogans, wir machen es so, wie wir es schon immer gemacht haben. Und Exploration bedeutet, ein neues Feld zu bestellen, neue Quellen für Wachstum zu erschließen, Neugier, unerschrockene Fragen stellen, Kreativität, Mut und treibende Kraft zu sein, in das Neue vorzugehen. Und für die Organisation stellt sich natürlich die Frage, worauf setze ich Ressourcen? Kriegt ein Mitarbeiter Zeit, auf so ein Barcamp zu kommen? Kriegt ein Mitarbeiter Zeit, im Wiki mal was aufzuschreiben, sich in der Community zu beteiligen zum Beispiel? Google 20% Zeit, sei 80% deiner Zeit in Exploitation und 20% in Exploration. Also das ist eine strategische Fragestellung, wie ich sozusagen diese zwei Zeiten aufteile. McKinsey hat auch die schöne Metapher des Smartphones, wo sie sagen, eigentlich kann man sich vorstellen wie ein Smartphone. Man muss auf der einen Seite, brauchen wir so einen stabilen Backbone. Also ich brauche natürlich Prozesse, Routinen. Ich will nicht, dass in der Produktion sich jemand Montag früh überlegt, wie baue ich jetzt die Bremse andersrum ein. Ja, und dann kriege ich große Probleme draußen. Ja, ich brauche den stabilen Backbone, aber ich brauche eigentlich drüber, so wie ihr es beim Smartphone auch macht. Ihr kriegt vielleicht alle 3 Jahre ein neues Smartphone. Aber die Apps, mit denen ihr arbeitet, das ist sehr flexibel. Ja, ob jetzt ein Barcamp mal das Richtige ist oder eine Community oder Working Out Loud, da könnt ihr sehr flexibel mit umgehen. Und so muss man eigentlich in jedem Bereich, in jedem Prozess so das Optimum finden zwischen Exploration und Exploitation. Da kann keiner eine Standardantwort drauf geben, wo das Optimum da sein wird entsprechend. Ja, jetzt zum Schluss hin zum versprochenen Experiment. Man kann nämlich Exploration und Exploitation sehr schön mit Fliegen und Bienen sozusagen verdeutlichen. Bitte das Experiment nicht nachmachen. Nicht, dass eine Biene stirbt, die sterben ja gerade eh schon. Also wir machen uns mal gedanklich so eine leere Flasche und legen die so, dass der Boden sozusagen zur Sonne zeigt. Wir haben einen kompetenten Versuchsleiter und der steckt da erstmal die Biene in die Flasche. Was passiert? Biene fliegt zur Sonne, ja. Ist genau richtig. Die Biene fliegt zur Sonne und zwar wie lang? Bis sie stirbt. Jetzt stecken wir die Fliege rein. Was passiert? Also versucht rauszukommen, war die Idee. Also vielleicht habt ihr schon mal bei den Fruchtfliegen in der Küche gesehen. Die machen einen wahnsinnig, weil sie die ganze Zeit irgendwie sowas machen. Und genau das macht die Fliege, wenn sie da drin ist. Interessiert sie überhaupt nicht für die Sonne, sondern die macht eigentlich was ganz Chaotisches. Und hat eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, zum Ausgang zu kommen. Das ist eigentlich eine schöne Metapher dafür, was man so selber für sich tun muss. Es gibt Bereiche, da muss man eher die Biene sein. Da geht es eher darum, das Standardrezept, das Bewährte abzuarbeiten. Und es gibt Bereiche, wo man sagt, da muss ich jetzt eigentlich Neuland betreten. Da muss ich eher wie die Fliege sein. Da muss ich eher Neues ausprobieren. Da muss ich akzeptieren, dass ich vielleicht mal auf ein Barcamp komme und keine Ahnung habe, was das Programm hier ist. Oder keine Ahnung habe, was mich erwartet, sondern mich einfach mal open-minded sozusagen reintreiben lassen und mal gucken, was passiert. Mal offen sein für andere Perspektiven. Also wie gesagt, soll nur als Metapher dienen, nicht zum Nachahmen. Ja, und das ist so im Moment, also diese VUCA-World mal gegeben, ist die Frage, wie kann man darauf reagieren? Ich habe jetzt mal so ein zweites Organigramm hingeschrieben, vor allen Dingen aber wichtig, unten dieses VOPA-Main, was sich gebildet hat. Sozusagen eine sehr siloartige Struktur, die auf so eine VUCA-Welt trifft, sollte eigentlich mit den Führungsprinzipien von VOPA reagieren. Und VOPA steht für Vertrauen, Vernetzung, Offenheit, Partizipation und Agilität. Und das sind 5 Kernprinzipien oder Werte, die eigentlich im Kern genau in einem solchen Barcamp stecken, wie wir es heute machen. Also ihr habt Vertrauen da rein gehabt, dass hier was Tolles passiert, obwohl ihr gar kein Programm vorher hattet. Wir als Orga-Team hatten Vertrauen, dass jemand kommt, der tollen Inhalt mitbringt. Das Barcamp ist sehr stark angelegt, dass ihr euch vernetzen könnt. Diese Badges, die ihr habt, die Fotowand, alles sind Elemente, die dazu führen, dass ihr euch vernetzen könnt, auch die Communities, die es dazu gibt. Die Offenheit in diesem Barcamp ist für Themen, für Neues, das partizipative Format, dieses gemeinsame Gestalten und auch agil umzugehen mit Dingen, die vielleicht nicht so klappen. Vielleicht wird in einer Session rauskommen, wir haben ein ganz anderes Thema, als wir eigentlich gedacht haben, damit agil umzugehen. Und wenn man sozusagen diese Prinzipien in die eigene Arbeitsweise bringt, dann kommt man vielleicht zu so einer anderen Sicht auf Organigramm, was vielleicht sehr viel organischer und blumiger aussieht hier auf der rechten Seite. Und das Witzige ist, da waren wir schon mal. Das ist nämlich das Organigramm von der New York Erie Railroad Company aus 1855. Also die Organigrammform, die wir heute haben mit Boxes und Arrows und alles ist abgetrennt, war nicht immer so und muss auch nicht immer so bleiben. Zuletzt auch nicht in unseren Köpfen, weil das ist eigentlich das Wichtige. Wie sieht es in unseren Köpfen aus? Wie sehen wir die Organisation da? Deswegen am Ende an euch mein Appell, sozusagen nutzt das Barcamp heute, offen zu sein, euch zu vernetzen, darüber zu sprechen, was die Kollaboration, die Zukunft der Zusammenarbeit bei Volkswagen sein kann. Tragt es dann in eure Bereiche, seid Vorbilder und lebt es vor. Vielen Dank.